Sehr verehrter Günter Grass, auch wenn ich es bedauerlicherweise versäumt habe, Ihnen seinerzeit zur Verleihung des Nobelpreises zu gratulieren, wage ich diesen Brief in der Hoffnung auf baldige Beantwortung. Die Veröffentlichung meiner Dissertation Günter Grass, Poet der Leidenschaft, steht unmittelbar bevor. Nur wenige abschließende Kapitel mit Einschätzungen Ihres Werkes sind noch zu schreiben, weswegen ich Ihnen für eine kurze Stellungnahme dankbar wäre bezüglich der Frage, ist der Mensch... Für den Fall, dass Sie gerade an einem neuen Oeuvre schreiben, nehme ich eine kleine Verzögerung Ihrer Antwort selbstverständlich gerne in Kauf. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Kant, Phil, Regine Neubach, M.A. Freier Fall. Kriminalhörspiel von Erhard Schmidt. Entschuldigung, darf ich mal? Danke. Na, siehst du, ist doch gar nicht so schlimm. Auf der Mauer kannst du sogar dein Bier abstellen. Ja, bitte seine runterschmeißt, besten Dank. Weißt du, wie tief das hier ist? 15 Meter. Am Ende fällt es einem auf den Kopf und ich bin schuld. Pessimist. Ist sowieso eine Schande, was die hier machen. Biergarten war doch eine gute Idee. Ein Schloss aus dem 14. Jahrhundert. Burg. Es ist nur eine Burg, Schatz. Genauer gesagt eine Ruine. Jedenfalls historisch bedeutsam. Und wenn Napoleon es nicht geschleift hätte, wäre es heute mit Sicherheit auf der Liste. Aber Napoleon hat es geschleift, ja? Deswegen sind es auch nur ein paar alte Mauern. Wir haben die ganze Angelegenheit eingehend geprüft und für gut befunden. Das Bauamt ist für seine gewagten Entscheidungen bekannt. Als Kulisse für den Biergarten ist es ideal. Der Blick über die Stadt. Besonders nachts. Und besonders mit einem Bier in der Hand. Prost. Prost. Als Kommissar solltest du froh sein, dass es sowas gibt. Wenn die Leute beschäftigt sind, dann kommen sie nicht auf dumme Gedanken. Anton, verdammt nochmal, jetzt lass mich in Ruhe. Deine Eifersucht bringt mich noch ins Grab. Hä? Was ist denn mit dir? Ich hab dir gesagt, ich war in der Vorstellung 5-mal. Na und? Was wohl? Ehekrach. Er ist eben ein toller Artist und ein interessanter Mann. So wie du, früher. Jetzt hat es ihm aber gegeben. Und er, was macht er? Nichts. Wie nichts? Da muss er doch was drauf sagen. Dreh dich um, wenn du es mir nicht glaubst. Mensch, sowas gehört sich nicht. Außerdem ist er besoffen. Also, ich gehe jetzt. So blau kann man doch gar nicht sein, dass man sich sowas gefallen lässt. Hast du eine Ahnung? Anton, hast du gehört? Ich gehe. Und? Starrt sie nur an. Nicht zu fassen. Das ist so einer, der alles in sich reinfrisst. Genau wie du. Mann, was ist denn los? Ich kann nicht schlafen. Das merke ich. Ist das eine Hitze? Mach dir ein paar kalte Umschläge und dann sei einfach leise, ja? Muss andauernd an diesen Kerl denken. In aller Öffentlichkeit zu streiten, das will ich ja nicht machen. Wie alt war der wohl? 50, mindestens. Und Sie? Das möchte ich lieber nicht wissen. 30? Ein Flittchen, wenn du mich fragst. Wieso? Die war doch ganz attraktiv. Gefärbt. Wenn du mich fragst, war die gefärbt. Ich frag mich nur, wie der an so eine Frau kommt. Das fragen sich die Leute bei dir bestimmt auch. Naja, vielleicht hat er ja etwas, das sich nicht gleich erschließt. Innere Werte, sagt man. Frauen sollen ja darauf stehen. Bin ich da mit dir zusammen? Mein Gott, was ist heute los mit dir? Nichts. Ich hab überhaupt nichts. Ich bin nur ein bisschen müde, ja? Und ich hab keinen Bock, über diesen Lustkreis zu reden. Weil eigentlich geht's ja um was völlig anderes. Ach ja? Um was denn? Sie war doch ganz attraktiv. Ja, und? Stimmt doch. Oh, nö, nicht schon wieder. Rauber. Ist gut, ich komm gleich, ja.
Es ist 3:30. Sandra. Ja? Du kannst jetzt kommen. Und ist es wirklich der gleiche Mann? Na, wenn ich es dir sage. Wie aufregend. Weißt du, dass ich noch nie eine Leiche gesehen habe? Na gut, außer mein Großvater, aber da lag er schon im Sarg. Geh nicht so nah ran. Na, ich pass schon auf. Das sagen alle. Und dann sind die Spuren im Eimer. Der ganze Gehsteig voller Hirn. Guck mal, ekelhaft. Tja, 15 Meter freier Fall. Da bleibt nicht viel übrig. Du meinst, er ist von der Burgmauer gefallen? So wie es aussieht. Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Dann fahr nach Hause. Ich verstehe eh nicht, wieso du unbedingt hierher kommen musst. Ich habe den Mann gerade eben noch lebend gesehen. Da interessiert man sich doch. Na, nur schade, dass der Biergarten nicht auf hat. Jetzt so ein schönes, kühles, helles. Das wär's doch, oder? Sehr geehrte Frau Nahlbach, vielen Dank für Ihren freundlichen Brief. Normalerweise beantworte ich keine private Post. Doch muss ich gestehen, dass Ihre Frage mich neugierig gemacht hat. Ist der Mensch... An dieser Stelle reißt Ihr Satz ab. Welches Adverb sollte hier folgen? Welches Adjektiv? Welche sinnumspannende Formulierung deutscher Zunge, um die mich Kollegen und Kritiker im In- und Ausland beneiden? Oder handelt es sich bereits um die Frage, die lediglich eine korrekte Interpunktion vermissen lässt? Ist der Mensch? Wenn ja, vermag ich Ihnen klar und deutlich zu sagen, er ist. Und er wird es kraft seiner Erinnerungen immer sein. In der Hoffnung, damit gewissen Fehlinterpretationen meines umfangreichen Oeuvres zuvorgekommen zu sein, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, Ihr Günter Grass. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ein Radfahrer hat ihn kurz vor dem Sturz auf der Burgmauer stehen sehen. Er hatte den Eindruck, ihr Mann rudere mit den Armen. Vielleicht hat er das Gleichgewicht verloren. Anton hatte gestern einen Vortrag, Volkshochschule, irgendein populärwissenschaftlicher Quatsch. Und danach wollten wir uns einen schönen Abend machen. Aber wir haben uns wieder nur gestritten, deswegen bin ich gegangen. Und ihr Mann ist allein im Biergarten geblieben? Das weiß ich nicht. Dort trifft man ja Gott und die Welt. Vielleicht ist er sogar seinem Mörder begegnet. Frau Nahlbach, Ihr Gatte war Professor. An der hiesigen Universität, das ist richtig. Eine Koryphäe seines Fachs, mehrfach ausgezeichnet. Ja, er hat so Urkunden gekriegt. Er war sogar für den Nobelpreis im Gespräch. Warum balanciert jemand wie er nachts auf der Burgmauer? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ein Jux vielleicht. Oder hatte er Neigung zu Depressionen? War er depressiv? Cora, du Schwein. Oh. Darf ich vorstellen? Regine, meine Schwester. Du hast ihn umgebracht. Du ganz allein. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Kommissar Rauber, Kriminalpolizei. Erinnern Sie sich an den Zirkus, der im Mai hier gastiert hat? Oh, jetzt kommt das wieder. War ein Zelt. Meine Frau wollte unbedingt hin. Meine Schwester war nämlich dort. Und dann hat sie sich einen dieser Artisten geangelt. Anton war damals gerade in Singapur. Auf einem Kongress. Anton war krankhaft eifersüchtig, das weißt du genau. Seine Wissenschaft hatte er im Griff, die Zahlen und Analysen, aber seine Gefühle wie ein Haufen wild gewordener Protonen. Cora bestreitet die Affäre natürlich. Bei einer so schönen Frau wäre ich vielleicht auch nervös geworden. Sie flirten doch nicht etwa mit ihr. Und dann der Altersunterschied. 20 Jahre? 22. Da kann man sich schon mal was einbilden. Wenn da nichts war. Warum schwärmst du dann bis heute von diesem muskulösen Körper? Davon, wie toll er balancieren konnte. Das hat mich eben beeindruckt. Ist das verboten? Ist es nicht. Außerdem bringt man deswegen niemanden um. Natürlich. Wenn man danach frei sein kann. Um sich mit Artisten nackt unter der Zirkuskuppel zu... Regine! Sie macht Anton betrunken und bringt ihn dazu, auf die Mauer zu steigen. Um ihr zu beweisen, dass er mit diesem Zirkuskünstler mithalten kann. Und dann... Ein kleiner Schubs. Das ist doch absurd. Sie vergessen, dass Ihre Schwester den Biergarten vorher verlassen hat. Dann ist sie eben nochmal zurückgekommen. Oder Anton hat sich derart provoziert gefühlt, dass er es von sich aus wissen wollte. Oder noch schlimmer. Dieser Artist ist wieder da. Jean kann es nicht gewesen sein. Er gastiert zurzeit in Barcelona. Du hast also noch Kontakt zu ihm. Komm,
Dann stell dich nicht so an. Nein, ich darf nicht drüber reden. Das tust du doch sowieso. Spätestens, wenn du wieder nicht schlafen kannst. Noch Salat da? Mhm. Ich sag's auch keinem ehrlich. Hm. Da fallen mir aber diverse Gegenbeispiele ein. Oh, meine Güte. Manchmal hat man eben mal einen schwachen Moment. Oder zwei. Komm, bitte. Du weißt doch, das Bauamt hat immer das letzte Wort. Hm? Ja, ich weiß. Es ist eine schwierige Situation für die beiden. Wie? Für welche beiden? Na, für die Witwe und ihre Schwester, Regine Nalbach. Mhm. Und? Ist die auch so eine ganz attraktive Person? Eher weniger. Sie lebt im gleichen Haus. So eine Art ewige Studentin. Angeblich schreibt sie ihre Doktorarbeit und das mit 45. Hat sie was mit dem Fall zu tun? Hm. Keine Ahnung. Jedenfalls ist sie erstaunlicherweise unattraktiv. Das ist eine Krux mit den Genen. Sie behauptet steif und fest, ihre Schwester Cora hätte ihren Mann umgebracht. Sie beschuldigt die eigene Schwester? Mhm, das muss man sich mal vorstellen. Boah. Dabei gibt es keinen einzigen Beweis. Und selbst wenn die ihren Mann dazu gebracht hätte, auf der Burgmauer zu balancieren, läge nicht mal fahrlässige Tötung vor. Sondern? Allenfalls Blödheit. Seinerseits. Hm. Also doch ein Unfall. Ja, so wie es aussieht. Lieber Günter Grass, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ist der Mensch? Ja, er ist, auch wenn ich, wie Sie richtig vermuten, eigentlich etwas anderes fragen wollte. Dennoch ist es merkwürdig, dass ich gerade diesen Satz nicht beendet habe. Die Folge einer gewissen Verwirrung zu Beginn unserer so wichtigen Korrespondenz? Hatte ich erwähnt, dass ich mich seit frühester Jugend mit Ihrem Werk befasse? Doch zurück zum Thema. Ist der Mensch, wollte ich fragen, schuldig, wenn er begehrt? Oder spricht ihn seine Liebe von jeglicher Schuld frei? Und wird sie ihm die Kraft geben, der zu sein, der er sein muss? So wie sie allein durch die Sehnsucht zur kaschubischen Landschaft der wurden, der sie sind. Für eine kurze Einschätzung diesbezüglich wäre dankbar Ihre Regine Nalbach. Mein Gedräng ist das hier. Erst beschwerst du dich und dann willst du unbedingt hierher. Man kann seine Meinung ja mal ändern. Hm. Bisschen makaber. Ausgerechnet hier was zu trinken, wo der arme Mann in die Tiefe gestürzt ist. Sagen wir, es handelt sich um einen Ortstermin. Oh, ich wusste es, ja, dass du nie abschalten kannst. Ja, an dich muss ich ja auch andauernd denken. Aber das ist ja... ein Kompliment, genau. Horst? Horst Beermann? Hörst du mir überhaupt zu? Horst? Horsti? Sag bloß, du weißt nicht, wer das ist. Der Staatssekretär aus dem Kultusministerium, mit dem ich auf der Schule war. Hab ich dir doch erzählt. Sandra? Da staunst du, was? Das war eine Überraschung. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Wie geht's dir? Ach, wie soll's einem schon gehen in meinem Beruf? Na, hör mal, wo du sogar als neuer Minister im Gespräch bist. Das hat nichts zu bedeuten. Politik ist ein schmutziges Geschäft. Da haben sich schon viele Hoffnungen zerschlagen. Ich sehe dich in meiner Zeitung. Das ist übrigens Jürgen, mein Mann. Er ist bei der Polizei. Angenehm. Und haben Sie was mit dem Kerl zu tun, der gestern hier das Zeitliche gesegnet hat? Sagen wir, der Fall ist mir nicht ganz unbekannt. Wer hätte das gedacht? Unser Horsti. In der Schule war er nicht gerade eine Leuchte, und jetzt macht er große Politik. Ich habe ihn damals immer abschreiben lassen, weil er zu faul war, seine Hausaufgaben. Jetzt keine alten Geschichten, bitte. Ja? Am Ende muss ich noch zurücktreten. Ja, ich muss eh weiter. Termine. Was? Jetzt? Es ist fast Mitternacht. Du weißt doch, Politiker sind immer im Dienst. Oh Mann, komm. Und ich dachte, wir trinken noch was. Ein andermal. Und grüßen Sie mir den Herrn Polizeipräsidenten. Ja, ja, mach ich. Oh, schade. Da sieht man's wieder. Erfolg macht sexy. Wie kommst du denn darauf? Na, hättest dich mal sehen sollen.
Jetzt fang bloß nicht wieder an wie dieser bekloppte Professor, ja? Ich habe mich unterhalten, mehr nicht. Angehimmelt hast du ihn. Sag mal, spinnst du? Ja, ich war mal verknallt in den, als ich noch in seine Klasse ging, aber vielleicht schwingt das ja ein bisschen mit. Das. Und wer war die attraktive Blondine, die er da im Schlepptau hat? Ich schätze mal, es war seine Frau. Aber wenn du es genau wissen willst, dann kann ich morgen ja mal anrufen und nachfragen. Tu das. Was machen die da eigentlich? Aber du bist ja wirklich eifersüchtig. Da hinten bei den Büschen. Sieht aus, als würden die was suchen. Na und? Vielleicht haben sie was verloren. Bring dir lieber mal deinen Schuh zu, ja? Sonst fällst du mir am Ende auch noch irgendwo runter. Und ich hab den Ärger. Was ist denn jetzt? Hallo, Horst, Jürgen. Jürgen, bist du vor Eifersucht gestorben? Oder was ist der Grund für diese plötzliche Erstarrung? Ich werd verrückt. Du doch immer schreit auf eins um und totschlag mich. Ich will ins Bett, Mann. Außerdem bin ich sauer, weil du mir unterstellst, dass ich und Horst gehen. Ja? Ich muss mir noch mal die Leiche ansehen. Was? Die ist hier? Nein, die Fotos. Ich habe die ganze Zeit gespürt, da stimmt was nicht. Was soll denn da nicht stimmen? Der Professor hat auf der Mauer ein paar Pirouetten getreten und ist auf die Straße gefallen. Hier. Hier sieht man's genau. Was? Die Schnürsenkel. Hä? Zerrissen. Das kommt vor. Wie, und sonst fällt dir nichts auf? Nö. Der abgerissene Teil des linken Schnürsenkels ist mit dem rechten verknotet. Was heißt das? Sie waren zusammengebunden. Zusammengebunden? Und sind beim Aufprall zerrissen. Ah, ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Nicht unbedingt. Dem Zeugen war nämlich aufgefallen, dass Nalbach auf der Mauer mit Tippelschritten ging. Wenn Männer besoffen sind, dann machen sie die dollsten Sachen, ja? Ja, könnte doch sein. Der Professor steht oben auf der Mauer, der Täter bindet ihm die Schnürsenkel zusammen und überlässt ihn seinem Schicksal. Naja, deswegen hat der Zeuge auch niemand anderen gesehen. Und warum ist euch das nicht vorher aufgefallen? Na, weil es die Kollegen einfach übersehen haben. Und ich auch. Aber zwischen mir und Horst, die das Gras wachsen hören, ja? Typisch. Nalbach? Hallo? C'est moi. Jean, wo bist du? Im Hotel. Ich muss dich sehen. Das geht jetzt nicht. Oh, pourquoi? Die Polizei war da. Außerdem habe ich die ganzen Vorbereitungen für die Beerdigung am Hals, von meiner Schwester ganz zu schweigen. Nur ein halbe Stunde. Es ist zu gefährlich, wenn uns jemand sieht. Ach, ce n'est pas gefährlich. Glaub mir, ich bin bei dir sur Küste. Ich weiß, was das heißt. Gefahr. Oh, du hast ja recht. Schließlich geht es nur um ein bisschen Liebe. L'amour. Und um das Spiel deiner Muskel. Hast du heute schon deinen Trizeps trainiert? Ich verstehe nicht. Macht nichts, solange du es nur tust. Liebe Regine Nalbach, obwohl ich Vertraulichkeiten zwischen Autor und Leser nicht sonderlich schätze, möchte ich Ihre Frage dennoch beantworten. Natürlich spielt das Kaschubische in meinem Leben eine nicht unerhebliche Rolle. Auch wenn Sie zugestehen müssen, dass für meinen Weg nach Stockholm gewisse weitere Talente nötig gewesen sein dürften. Da kann ich Sie beruhigen. Für den, der liebt, gibt es keine Schuld. Weder für mich noch für Oskar Mazzarat noch für Sie. Also seien Sie diejenige, die Sie sein wollen, sein müssen. Ihr Günter Grass. PS, ich weise schon jetzt darauf hin, dass jedwede unautorisierte Nutzung dieses Briefwechsels, der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist und lediglich dem Zweck dient, mein vielschichtiges Werk der Nachwelt zu erläutern, untersagt ist. Auch wenn ich derzeit noch nicht recht nachzuvollziehen vermag, was all diese Fragen mit Ihrer Dissertation zu tun haben. Du hast es getan. Du hast Anton zum Stolpern gebracht. Ihre Schwester Cora hat den Biergarten um Mitternacht verlassen. Wollen Sie damit sagen, Anton hat sich die Schnürsenkel selbst zusammengebunden? Wozu? Um seine Zirkusnummer noch absurder zu machen? Männer kommen auf die verrücktesten Ideen, wenn sie betrunken sind. Sagt meine Frau. Die muss es wissen. So leichtsinnig war Anton nicht. Nicht bis dieser Zirkus-Casanova angefangen hat, meine Schwester mit libidinösen Hochseilakten zu beglücken.
Regine, ich finde, es wird Zeit, dass du endlich einen Mann findest. Es gibt nichts Schlimmeres als eine unbefriedigte Frau. Du Schwein! Du Schwein! Frau Nalbach, bleiben Sie stehen, bitte. Anton hätte sich nie zu einer solchen Dummheit hinreißen lassen. Nicht mal in angetrunkenem Zustand. Dazu war er viel zu sehr auf die Sache konzentriert. Auf welche Sache? Seine Arbeit. Wir haben oft über seine Forschungen gesprochen. Bei meiner Schwester stieß er damit ja auf taube Ohren. Auch in dieser Hinsicht war nicht nur der Altersunterschied zu groß. Nun, jugendliche Vitalität und väterliche Reife, es gibt Fälle, in denen sich das ergänzt. Meine Schwester war vor ihrer Ehe Büroangestellte, wenn man das als Beruf bezeichnen kann. Die konnte Anton nicht das Wasser reichen. Und Sie? Ich promoviere über Günter Grass, falls Ihnen das was sagt. Nächte in der Zirkuskuppel, ohne Netz und doppelten Boden. Eine falsche Bewegung und wir wären in die Tiefe gestürzt. Oh. Keine Angst. Ich halte dich wie eine Trapez. Nie hätte ich gedacht, dass es eine Steigerung geben könnte. Und jetzt das. Ich bin Künstler. Ich arbeite an meinem Programm. Immer besser und besser. Und fester. Zwei Körper aneinander gekettet und einen Kran, der über den Haufen schwenkt. Eine Zirkusnummer der besonderen Art. Ich kenne die Fahrer. Wir waren zusammen in die Löcher. Das muss ich meinen Freundinnen erzählen. Lieber Günther, etwas Schreckliches wird geschehen. Ich spüre es ganz deutlich. Doch wie du schon sagst, für den, der liebt, gibt es keine Schuld, solange er sich zu dieser Liebe bekennt. Und ich werde bekennen, obwohl ich schon jetzt keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Dabei wären noch immer diese abschließenden Kapitel zu schreiben. Aber ich kann nicht, nicht jetzt, obgleich ich dir... Ich darf sie doch duzen, wegen deines Hinweises auf die Verbindung zwischen meinem und deinem Werk ausgesprochen dankbar bin. Aber sei ehrlich, wäre mein Versagen nicht belanglos angesichts der Liebe, die uns verzehrt und die hoffentlich bald ihre Erfüllung findet? In innigster Verbundenheit, deine Regine. Krass, Günther, krass. Kannst du wieder nicht schlafen? Günther, krass. Kalte Umschläge, ich sag's ja, aber du hörst ja nicht auf mich. Hast du schon mal was gelesen von diesem Grass, Günther Grass? Klar, das hat doch jeder. Na, ich nicht. Das ist doch der mit dem Schnauzer, nicht wahr? Das ist wohl das Schicksal aller Schriftsteller. Selbst wenn ihre Werke in Vergessenheit geraten sind, an ihre Bärte wird man sich erinnern. Grass, Günther, Grass. Ich bin an einem toten Punkt. Ach, bitte lass mich schlafen. Ja, Mensch, ich muss morgen früh raus. Mach ich auch. Ja, dann schalt den Fernseher ein, das macht müde. Na, was soll ich denn gucken? Ein Krimi, wo der Kriminalkommissar auf der gleichen Stelle tritt wie ich? Wieso, ist doch romantisch. Oh. Wenn sie die ausgestorbenen Straßen entlang gehen und es regnet, und dann sitzen sie in einer heruntergekommenen Bar und trinken Bourbon. Tja, dein Pech, dass wir keine Maus haben. Ich weiß aber, wo es welchen gibt. Oh nö, komm, der Bauausschusstag morgen früh. Jürgen. Jetzt stell dich nicht so an. Prost. Mensch, trink nicht so viel, vor allem nicht alles durcheinander.
wenn die keinen Bourbon hier haben, dann kann ich da nichts dazu. Übrigens ein scheiß Biergarten. Komm ja, du wolltest unbedingt hier. Mal, hattest du nicht auch mal was mit so einem Artisten? Hä? Ja, hast du doch mal erzählt. Damals, als du mir noch alles erzählt hast. Hm. Du meinst den englischen Künstler auf Kreta? Genau, von dem da jedes Jahr diese selbstgemalte Postkarte kommt. Mit Merry Christmas und bye-bye. Charles ist eben eine treue Seele. Ja, wahrscheinlich sitzt er den ganzen Tag da und schreibt die ganzen selbstgemalten Postkarten seiner ganzen Verflossenen. Die Zeit möchte ich haben. Naja, so viel Verflossene möchtest du haben, ja. Im Gegensatz zu dir hat er uns nämlich alle verzaubert. Lange. Vorsicht, er war auch Feuerschlucker. Ja und? Mhm. Bisschen Benzin im Mund. Das kann ich auch. Das ist doch keine Kunst. Mhm. Notfalls kann ja Horsti an meine Stelle treten. Soll ich dir mal was sagen? Du Horsti. Bist ganz schön betrunken, ja? Hallo Horsti, guck mal, da kommt der Horsti. Was ist los? Dein Horsti kommt da, guck mal. Schon wieder? Ich dachte, Politiker haben keine Zeit, die haben Termine. Bei der Frau würde ich mich auch freimachen. Ja, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Hallo Horst. Horsti. So, guten Abend hier. Genau das Gleiche haben wir eben über dich gesagt, beziehungsweise über euch. Sag mal, willst du uns nicht mal deine Frau vorstellen? Yeah. Früher hat mein Horst sie ja nie in Begleitung gesehen. Da war er aber auch noch ein bisschen fülliger, würde ich mal sagen. Das ist nicht meine Frau, das ist Evelyn, meine Sekretärin. Ach so, deine Sekretärin. Allerdings. Guten Abend. Ja, das war's auch schon wieder, wir sind dienstlich hier. Wie im Biergarten? Es gibt Menschen, die arbeiten überall. Aber das will in die Köpfe bestimmter Leute einfach nicht rein. Das Problem kenne ich gut. Jürgen. Ich denke, wenn man nicht im Parlament sitzt, liegt man auf der faulen Haut. Dabei sind wir oft bis spät in die Nacht unterwegs. Und was ist der Dank? Jetzt reg dich nicht auf. Ich will mich aber aufregen. Horsti. Und fang du nicht auch noch an, mich Horsti zu nennen? Entschuldigung. Kann man nicht mal in Ruhe sein Bier trinken? Wieso trinken? Ich denke, Sie sind dienstlich hier. Das gehört zu meinem Beruf. Zu Ihrem offenbar auch. Guten Tag. Das ist ja eine Frechheit, ist ja das. Nein, der Mann ist nur überarbeitet. Ich rede von dir. Wie von mir? Um mich hier als Idiotin hinzustellen, das Problem kenne ich. Na, das Problem kenne ich ja auch. Es ist nicht einfallen, nochmal so von mir zu sprechen. Quatsch. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt hör doch mal auf, Prost. Nee, nicht Prost. Komm, Prost. Was machen die eigentlich dahin? Die gehen da schon wieder in diese Büsche. Du, das ist mir scheißegal, weißt du, ich geh jetzt. Jetzt bleib doch mal hier, als würden die was suchen. Hallo? Jetzt warte doch mal. Dann fass mich nicht an. Ja? Wie? Beermann? Das ist ja interessant. Ich muss sagen, ich wundere mich etwas über dieses Gespräch. Wir tun nur unsere Arbeit, Herr Biermann. Oder darf ich Sie Horsti nennen? Kleiner Komiker, was? Wenn Sie irgendwo auftreten, sagen Sie mir Bescheid. Herr Biermann, Sie haben Professor Nalbach gekannt? Natürlich, in meiner Eigenschaft als Staatssekretär stehe ich mit vielen herausragenden Persönlichkeiten in Verbindung. Mit einigen bin ich sogar befreundet. Mit Herrn Nalbach eher weniger, nicht wahr? Das hätte ich Ihnen noch am Telefon sagen können. Es heißt, Sie und der Professor konnten sich nicht ausstehen. Nalbach war ein Querulant, ein Dickschädel. Hatte nur seine Forschung im Kopf. Da verliert man manchmal den Blick für die Realität. Und so ein Ärger hört doch bestimmt nicht an der Bürotür auf, oder? Kann es sein, dass in dieser Frage eine Andeutung mitschwingt, die ich besser nicht gehört haben will? Das überlasse ich Ihrer ministeriellen Intuition. Mich mit Nalbachs Tod in Verbindung zu bringen, ist absurd. Wir waren nicht immer einer Meinung, was die Bedeutung seiner Forschung angeht. Das ist alles. Finden Sie das nicht ein wenig untertrieben? In der Politik muss man zwischen den Zeilen lesen. Ich kann Ihnen das aber gerne übersetzen. Ich bitte darum. Ich fand den alten Nalbach zum Kotzen, wenn Sie es genau wissen wollen. Sie haben vor, sein Institut zu schließen. Eine Sparmaßnahme. Und wie man hört, wollte der Professor die Schließung mit allen Mitteln verhindern. Er soll sogar gedroht haben, Vorgänge aus ihrer Zeit als kreisbeigeordneter publik zu machen.
Angeblich ging es um den Vorwurf der Bestechlichkeit. Verleumdung. Nichts weiter. Ist sonst noch was? Lieber Günther, sehnsuchtsvoll erwarte ich deinen neuen Brief, der nun schon einige Zeit auf sich warten lässt. Gäbe er mir doch die Kraft, nicht nur die Kaschuben in meinem Herzen singen zu hören. Du weißt, ohne deine Ermunterung würde ich nie wagen, mich zu meinen Sehnsüchten zu bekennen, die, und das sage ich dir mit allem gebotenen Respekt, nicht nur literarischer Natur sind. Das mit den neuen Beweisen gegen Beermann war ein Bluff. Anton hatte irgendwas aufgeschnappt und dachte, er könnte ihn damit unter Druck setzen, aber da war nichts. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Sie können gerne nachsehen. Antons Unterlagen sind im Arbeitszimmer. Wenn sie noch da sind. Anton ist noch nicht mal unter der Erde und Cora mistet schon aus. Ich habe einige alte Hemden entsorgt, mehr nicht. Das hat er nicht verdient. Manchmal habe ich das Gefühl, Regine leidet mehr als ich. Sie hing sehr an meinem verstorbenen Mann. Sie waren, wie soll ich sagen, wie Bruder und Schwester. Und dann der idiotische Briefwechsel mit diesem Schriftsteller. Seit der nicht mehr antwortet, ist sie völlig mit den Nerven runter. Wahrscheinlich ist sie in ihn verliebt. Verliebt? In Günter Grass? Sie wissen doch, wie diese späten Mädchen sind. Sachen gibt's. Kennen Sie Beermann eigentlich persönlich? Ein Wichtigtuer, der Minister werden will. Deswegen hat er versucht, sich mit dieser Sparmaßnahme zu profilieren. Und Ihr Mann konnte wirklich nichts dagegen tun? Wenn er länger gelebt hätte, vielleicht. Wie meinen Sie das? In der Nacht, als Anton von der Mauer gefallen ist, war Beermann auch im Biergarten. Mit so einer ordinären Brünetten. Ich habe sofort gemerkt, dass er was mit ihr hat. Ach. Eine Frau spürt sowas. Ich nehme an, der Staatssekretär ist verheiratet? Natürlich. Mit der Tochter seines Parteivorsitzenden. Auch das noch. Und ohne den wird er nicht Minister. Sie meinen, Ihr Gatte hätte Beermann mit der Affäre erpresst, wenn er davon gewusst hätte? Vielleicht hat er ja. Günther, warum meldest du dich nicht? Habe ich dich erschreckt? Mit meiner Leidenschaft, die nach ihrem Recht verlangt, wo ein einziger Satz von dir Licht brächte in die Dunkelheit meiner kaschubischen Nacht. Ich leide und hoffe doch so sehr auf ein Wort. Oder liegt es daran, dass du auf diesen drögen und verregneten Landstrich nicht mehr angesprochen werden willst? Hey. Jean! Was machst du hier? Ich muss dich sehen. Oh, du bist wahnsinnig. Die Polizei war gerade eben noch da. Wie bist du überhaupt reingekommen? Kein Mauer, kein Zaun ist auch genug für mich. Oh, wenn meine Schwester uns sieht. Und ich habe wieder gemacht eine Präparation d'amour. Oh ja. Wie im Affen. Nur für dich. Ich kann nicht. In einer halben Stunde kommt mein Anwalt. Es geht um das Erbe, das Haus zum Beispiel, ob ich es verkaufen soll. Du liebst mich nicht. Oh, Jean, sowas darfst du nicht sagen. Ich habe alles für dich getan. Ich bin gekommen. Ich habe dem Zirkus gesagt Adieu. Und du sagst Adieu zu mir. Ach, warum stehe ich immer auf Männer, die mich nicht verstehen? Frau Nalba. Die Polizei. Ich bin's nochmal. Merde. Oh, schnell, du musst dich verstecken. Nicht im Haus, da ist meine Schwester. Tut mir leid, dass ich nochmal störe, aber... Da drüben, rasch. Ich hatte plötzlich das Gefühl, zwischen uns ist nicht alles gesagt. Wie meinen Sie das? Wie friedlich es hier ist, wenn der Biergarten geschlossen hat. Ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass du mich so einfach anrufst. Das kann ich mir vorstellen nach meinem Auftritt gestern Abend. Jürgen meint, dass du einfach nur... Jürgen? Mein Mann. Er meint, du wärst einfach nur überarbeitet gewesen. Ja, trotzdem darf man seine Freunde nicht so behandeln. Andererseits beweist es natürlich eine gewisse Größe, dass du den Mut hast, mich anzurufen. Das habe ich mir auch gesagt. Außerdem hatte ich das schon lange vor, mich zu erkundigen, wie es euch geht. Mhm. Dir und den anderen aus der Klasse. Vor allem dir. Das fällt dir aber früh ein. In meinem Beruf hat man für alles Zeit, bloß nicht für die wirklich wichtigen Dinge.
Auf jeden Fall wollte ich mich entschuldigen. Ich stand gestern wirklich etwas neben mir. Das passiert Jürgen jeden Tag. Oh, so schlimm? Sei froh, dass du nicht mit einem Polizisten verheiratet bist. Apropos, wie steht's eigentlich um den armen Nalbach? Weiß man schon näher. Oh, tut mir leid, ja, darüber darf ich nicht sprechen. Du bist in die Ermittlungen eingeweiht. Ja, natürlich. Ich habe auch ein Schweigegelübde abgelegt. Na komm schon. Als Politiker muss ich doch wissen, was in diesem Land vor sich geht. Gib dir keine Mühe. Ich sag's auch nicht weiter. Oh. Okay, also gut. Aber nur so viel. Der Professor, der hat ja auf der Mauer gestanden. Betrunken. Und dann ist jemand gekommen und hat ihm die Schnürsenkel zusammengebunden. Jedenfalls sieht's so aus. Die Schnürsenkel? Ja, wenn ich's dir sage. Hier auf der Mauer? Warte, ich zeig's dir. Pass auf. Ich pass bloß auf, das sind mindestens 15 Meter. Keine Angst. Wir vom Bauamt, wir haben das Gemäuer eingehend geprüft, die Steine halten. Ich hoffe, du bist schwindelfrei. So, hör mal auf, ich tue jetzt so, als ob ich betrunken wäre, ja? Und du machst mir die Schnürsenkel auf. Aber das geht doch nicht. Du machst das schon. Das sieht doch keiner. Oh, das ist klasse. Wenn du meinst. Ist das so? Da wird einem wirklich ein bisschen komisch, sogar ohne Alkohol. Und jetzt? Jetzt bindest du sie zusammen. Also nee, das mache ich nicht. Am Ende passiert was. Mensch, das ist doch nur ein Experiment. Das ist deine Verantwortung. So kenne ich dich gar nicht. So verwegen. Hättest du nicht gedacht, was? Sandra, die graue Maus aus der Oberstufe. Das war einmal. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Fertig. So muss es gewesen sein. Man kann sich überhaupt nicht bewegen. Guck mal, immer nur ein paar Zentimeter. Hat man denn schon einen konkreten Verdacht? Einen Namen, den man an die Presse geben will? Der dabei ist, durchzusickern und die Existenz eines Unschuldigen zu ruinieren? Dazu darf ich wirklich nichts sagen. Das stell dich nicht so an. Ey, ich stell mich nicht an. Ich habe nur versprochen, niemanden irgendwas... Das interessiert mich wirklich, hörst du? Ich glaube, ich komme jetzt mal besser runter. Ja? Mir wird echt schwindelig. Warte mal ein bisschen. Ey, Horsti! Dann kann ich mir das besser vorstellen, wie das war mit dem armen Professor. Lass mich runter. Erst, wenn du mir sagst, was dein Mann herausgefunden hat. Das weiß ich nicht. Ich denke, du bist in die Ermittlungen eingeweiht. Mann, da habe ich gelogen. Tatsächlich? Ja, ich wollte mich nur wichtig machen. Das ist dir gelungen. Vielleicht solltest du in die Politik. Mann, ich wollte nicht, dass du denkst, die kleine Sandra ist doch nur eine blöde Beamtin, die, was weiß ich, den lieben langen Tag Garagen an Bauten genehmigt. Sowas würde ich nie denken. Komm, ich komme jetzt runter, ja? Oh Mann, was machst du da? Hilfe! Gib dir keine Mühe, heute ist Ruhetag. Horsti, bist du wahnsinnig? Und sag nicht immer Horsti zu mir! Ja. Nein. Ja, und dafür hat er dann 20 Jahre bekommen. Aber das sind natürlich Ausnahmen. Genau wie die Fälle, die einen auch über das Delikt hinaus interessieren. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein. Auf einer, wie soll ich sagen, eher menschlichen Ebene. Wollen wir nicht endlich ins Haus? Verzeihung, aber der Tod meines Mannes nimmt mich noch immer sehr mit. Verstehe. Weswegen sind Sie denn nun eigentlich hier? Ich wollte mich erkundigen, wie es Ihnen geht. Das ist alles? Sagen wir, es gibt Ermittlungen, die sind ein wenig privater Natur. Sie wollen mich also kennenlernen? Lässt sich das denn mit Ihrer Arbeit verbinden? Wenn Sie unschuldig sind. Was war das? Der Wind? Ich bitte Sie, hier geht kein einziges Lüftchen. Ich glaube, das war der Baum. Ach ja? Dann arbeitet das Holz, das macht es immer. Wollen Sie einen Kaffee? Sie sollten den Baum untersuchen lassen, nicht, dass er Ihnen eines Tages auf... Ja. Da war jemand in Ihrem Baum. Jean, ist dir was passiert? Wer sind Sie? Ich liebe dich. Oh, nicht sprechen. Jean? So holen Sie doch endlich einen Arzt. Der Artist? Ich denke, Sie gastieren in Barcelona. Er hat nichts damit zu tun. Das werden wir ja sehen. Hallo? Sandra? Was? Sandra! Sehr geehrte Frau Nalbach, im Namen von Herrn Grass darf ich Ihnen herzlich für Ihre Briefe danken und Ihnen gleichzeitig mitteilen,
dass sich Herr Grass bis auf Weiteres außerstande sieht, ihre anregende Korrespondenz weiterzuführen, da er sich für den Rest des Jahres im Ausland aufhält. Wie sie der Presse entnehmen konnten, wird ihn seine Reise von der kaschubischen Schweiz über den indischen Subkontinent bis nach Paris führen, wo er über eine Fortsetzung der Blechtrommel nachdenken wird. Ein Vorhaben, das auf unabsehbare Zeit seine vollste Aufmerksamkeit erfordert. Herr Grass wünscht Ihnen daher auf Ihrem weiteren Lebensweg alles Gute. Büro Günther Grass. Nach Diktat verreist. Dieses Arschloch. Sandra, bist du noch da? Hm, beeil dich. Ich bin gleich da. Hast du das Seil? Ohne Seil kriegst du mich nicht hoch. Noch 10 Meter. Ich kann nicht mehr. Noch 5. Schnell. Du kannst auflegen. Hier das Seil. Aua. Um den Bauch damit. Und natürlich festbinden. Wieso ist der Professor eigentlich nicht auf dem Felsvorsprung gelandet? Weil er gefallen ist und du bist gerutscht. Das ist der Unterschied. Das hätte ich von Horsti nie gedacht, ja? Du kannst mich jetzt hochziehen. Ich schon. Und los! Aua! Ah. Du bist da eh nur eifersüchtig. Ah, im Grunde hat er mir gar nichts getan. Er hat mich bloß nicht von der Mauer gelassen. Außerdem habe ich gesagt, ich bin schwindelfrei. Jetzt hör doch mal auf zu labern. Er hat sogar noch versucht, mich festzuhalten. Aber hat das wohl mit der Angst gekriegt und ist abgehauen. Mein Gott, bist du schwer. Er ist in den Fall auf jeden Fall verwickelt. So viel steht fest. Dafür hast du keinen Beweis. Cora Nalbach hat gesagt, dass er in der Tatnacht auch hier war. Wow, wow, Vorsicht. Jetzt hilf doch mal mit. Ja, warte, die Kante. Alles in Ordnung? Wenn du mir vielleicht noch die Schnürsenkel. Tut mir übrigens leid, das mit Horsti, dass ich mich mit ihm getroffen habe. Ich dachte, wo du Cora Nalbach so unwiderstehlich findest. Das habe ich nie gesagt. Was ist denn? Ich muss mal schon die ganze Zeit. Wie, da hinten? Ich gehe hinter die Büsche, es wird schon keiner sehen. Du kannst ja aufpassen. Der Artist ist übrigens aufgetaucht. Ach, wirklich? Dann hat Regine vielleicht recht? Hast du ihn festgenommen? Ja, nicht direkt. Er liegt im Krankenhaus. Hä, wieso? Ja, das ist eine lange Geschichte. Was hältst du davon, wenn wir was essen gehen nach dem Schreck? Sandra? Kommst du mal? Was ist denn? Ich glaube, ich habe hier was für dich. Als Mitglied der Landesregierung protestiere ich aufs Energischste gegen diese Unterstellungen. Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Dann sagen Sie auch gleich, was meine Frau und ich unter den Büschen gefunden haben. Diese Brieftasche ist mir gestohlen worden. Kein Dieb hätte sie mit dem Geld weggeworfen. Wer weiß, was in diesen kranken Hirn vorgeht? Und das Kondom? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich und Evelyn... Also ich bin keine 17 mehr. Was ich glaube, spielt keine Rolle, Herr Beermann. Aber es gibt Labore. Undichte Stellen. Die Presse. Sie drohen mir? So würde ich das nicht nennen. Also gut, ich war an diesem Abend im Biergarten mit meiner Sekretärin, mit der ich eine Affäre habe. Gott, ja, sowas passiert eben. Ja, von mir brauchen Sie sich nicht zu rechtfertigen. Heben Sie sich das für Ihren Schwiegervater auf, den Herrn Parteivorsitzenden. Evelyn und ich hatten an diesem Abend etwas getrunken. Etwas mehr als sonst. Irgendwann waren die Hormone eben stärker als wir. Wir sind dann hinter die Büsche. Es war ja kaum noch jemand da. Da muss mir die Brieftasche rausgefallen sein. Ja, wie dem auch sei. Wir waren eigentlich schon fertig. Da ist dieser Nalbach aufgetaucht. Und hat sie bemerkt? Ach was, dazu war er viel zu besoffen. Er hat dauernd gelallt, dass er es noch einmal allen zeigen wird. Ich habe das gar nicht kapiert. Dann ist er auf die Mauer.
Sie haben ihn nicht runtergeholt? Damit er uns sieht, bin ich verrückt. Wir haben gesehen, dass wir Land gewinnen. Außerdem war er nicht allein. Das habe ich mir gedacht. Eine Frau war bei ihm. Eine Frau? Aha. Kein Franzose mit einem schrecklichen Akzent? Das mit Ihrer Gattin tut mir übrigens leid. Da habe ich überreagiert. Was war das für eine Frau? Seine Schwägerin. Ach, Regine Nalbach? Ach. Gras. Gerne hätte ich dir aus meinem Leben erzählt. So wie du aus deinem. Mir hätten allerdings einige wenige Seiten genügt. Ich habe hier nichts erlebt. Eigentlich genau wie du. Wobei ich mich schon immer gefragt habe, wie du es schaffst, dieses Wenige derart auszuwalzen, dass jedes Mal ein dicker Wälzer rauskommt. Aber anders kriegt man den Nobelpreis wohl nicht hin. Trotzdem brauchst du die Hoffnung nicht aufzugeben, weder in Indien noch in Paris. Bekanntlich gibt es immer die Möglichkeit, dass auch dein erbärmliches, kaschubisches Leben irgendwann im freien Fall seine dass Erlösung auch dein findet. Erbärmliches, kaschubisches Leben irgendwann im freien Fall seine Erlösung findet durch die Hand einer Frau, deren Liebe für Männer auf ewig ein Mysterium bleibt. Ich habe das nicht gewollt. Wir wollen vieles nicht und tun es trotzdem. Den Satz haben Sie bestimmt irgendwo gelesen. Eigentlich nicht. Anton hatte mich angerufen. Wie so oft, wenn er mit Cora Streit hatte. Aber wir haben nicht immer nur geredet. Im Gegenteil. Die Vögel, der Sonnenuntergang, das Schweigen. In dieser Nacht sind wir spazieren gegangen. Plötzlich wollte Anton zurück zum Biergarten. Er sei auch ein Artist, hat er gemeint, ein Akrobat der Wissenschaft. Ich habe ihn angefleht, komm von der Mauer runter, habe ich gesagt, aber er hat nicht reagiert. Da habe ich ihm gesagt, dass ich ihn liebe, um ihn auf andere Gedanken zu bringen, verstehen Sie? Und weil Günther mir dazu geraten hat. Günther Grass hat Ihnen das empfohlen? Hat er nicht. Ich meine, hat er schon, aber jedenfalls habe ich das gedacht. Ich verstehe kein Wort. Ich soll die sein, die ich sein will, stand in den Briefen. Sein muss. Sonst hätte ich mich nie getraut. Ich glaube, ich muss Herrn Grass als Zeuge in dieser ominösen Angelegenheit... Das brauchen Sie nicht. Er weiß nichts von den Briefen. Ich dachte, Sie haben mit ihm korrespondiert. Dachte ich auch. Aber in Wahrheit hat Anton sie geschrieben. Der Professor. Insgeheim hat er meine Leidenschaft für Literatur schon immer verachtet. Und als ich dann angefangen habe, Günter Grass zu schreiben... Wissen Sie, Anton hat immer unsere Post mitgenommen, um sie von der Universität aus zu verschicken. Er war ein bisschen knickrig, wissen Sie? Sie wollen damit sagen, der Professor hat Ihre Korrespondenz an sich genommen und im Namen von Günter Grass geantwortet. Um mich zu demütigen, mich und die Literatur. Eigentlich wollte ich ihm nur die Schnürsenkel binden, damit er nicht stolpert. Eine groteske Situation. Ich gestehe ihm meine Liebe... Und er torkelt auf der Mauer und erzählt mir, wie abstoßend er mich findet. Wie ekelhaft. Die ganzen Jahre der Sehnsucht. Umsonst. Und da ist es über Sie gekommen. Aber nein, solche Enttäuschungen bin ich gewohnt. Die Gefühle einer Frau werden immer mit Füßen getreten. Aber als er dann die Briefe erwähnt hat, Sie hätten sein Lachen hören sollen. Da habe ich die Schnürsenkel miteinander verknotet. Ich wollte es dem Schicksal überlassen, ob wir uns wiedersehen. Und das Schicksal hat entschieden? Genau, wie in Günthers Romanen. Das Individuum verloren im Rad der Geschichte. Im Moloch von Vergangenheit und Gegenwart. Im Kaschubischen, das uns alle beherrscht. Ich habe meine Briefe später in Antons Arbeitszimmer gefunden. Und wissen Sie, was das Merkwürdige ist? Obwohl die Antworten darauf nicht von Grass sind, kommt es mir vor, als hätten wir wirklich korrespondiert. Abführen.
Nicht bewegen. Da hat sich eine Rippe gebrochen. Das hätten Sie mir sagen müssen. Hä? Dass Sie den Streit mit Ihrem Mann nur vom Zaum gebrochen haben, um zu Sean ins Hotel zu können. Ja, ich weiß das. Das war dumm von mir. Was haben Sie jetzt vor? Ich weiß nicht. Jean bleibt natürlich erstmal hier. Was soll ich denn allein in diesem großen Haus jetzt, wo auch noch Regina weg ist? Vielleicht stellen wir uns ein kleines Zelt in den Garten und trainieren auf dem Trapez der Liebe. Regina? Ach, damit scheint der Fall wohl abgeschlossen. Sieht so aus. Und wie steht es mit Ihrer kleinen privaten Ermittlung? Hin- und hergerissen zwischen Pflicht und Neigung ist die Entscheidung des Beamten klar. Sie Arme. Tja. Aber für den Fall, dass Sie Ihre Meinung ändern, meine Nummer haben Sie ja. Freier Fall. Kriminalhörspiel von Erhard Schmid. Na, das finde ich ziemlich gemein, dass ich bei dem Verhör nicht dabei sein durfte. Ich bitte dich, du bist meine Frau. Was sollen die Kollegen sagen? Na, zum Beispiel, dass du mich liebst und dass du meine anregenden Inspirationen schätzt. Dein Freund Beermann weigert sich übrigens vor Gericht auszusagen. Er wird alles leugnen und seine Sekretärin vorschicken. Angeblich hat sie einen Spaziergang gemacht und dabei alles beobachtet. Natürlich allein. Dafür beschafft er ihr eine bessere Stelle im Ministerium. Und die Brieftasche? Und das Kondom? Bereits zurückgegeben, beziehungsweise vernichtet. Auf sowas lässt du dich ein? Was soll ich tun? Befehl von oben. Soll ich mich von der Burgmauer stürzen? Es sprachen Kommissar Reggie Müller, Sandra Kathleen Gavlich, Regina Angela Schanelek, Cora Andrea Sawatzki, Beermann Thomas Thieme, Jean Stefan Kaminski, Evelyn Feline Borgelt, Musik Dietrich Petzold, Ton Monika Steffens, Katrin Witt und Bernd Bechtold. Regieassistenz Anuschka Trocker. Regie Barbara Plensat.